2017 neigt sich dem Ende zu, Zeit eine Bilanz zu ziehen. Mit dabei ist Gesundheits- und Soziallandesrat Norbert Harald. Grüß Gott. Guten Tag. Herr Landesrat, was waren die Highlights im Gesundheitsbereich? Naja, wir haben es geschafft, in diesem Jahr erstens einen regionalen Struktur- und Gesundheitsplan vorzubereiten, der dann dafür sorgen wird, dass alle 5 Krankenhäuser in Burgenland bestehen bleiben, mit Schwerpunktbildungen in den verschiedenen Krankenhäusern. Das ist aus meiner Sicht ein Highlight, weil wenn man sich andere Bundesländer anschaut, dann denkt die Überschließungen von Krankenhäusern nach das Burgenland nicht. Ganz im Gegenteil, wir werden diese Krankenhäuser auch erhalten. Punkt 1, Punkt 2, wir haben über 40 Pflegeheime, die nicht nur gut ausgelastet sind, sondern die auch wichtig sind für die Bevölkerung, auch im Hinblick auf die Regressabschaffung in Zukunft. Also wir werden hier auch ausbauen. Und ja, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste im Gesundheitsbereich. Im Sozialbereich haben wir ein Budget beschlossen, das weit über andere Bundesländer hinausgeht und das auch dafür sorgt, dass wir eben sowohl im Pflegebereich als auch im Bereich der Erkrankungen, psychiatrischer Erkrankungen beispielsweise, hier dafür sorgen können, dass das auch passen wird. Thank you.